Servus Laufhelden, freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Andi Feuter hier, Profiläufer, Olympiateilnehmer. Und heute gehen wir ein Thema an mit Verletzungen, mit Beschwerden, das sehr lästig ist, sehr lästig sein kann und ja, das jeder irgendwie kennt. Und darum werde ich mit euch 5 Punkte durchgehen von Sachen, die einfach zu Beschwerden führen können und ja, wie man die ganz einfach angehen kann, damit man da vielleicht ja, Beschwerden vermeidet oder einfach das Risiko dafür ein bisschen senken kann. Also schauen wir an. Was für 5 Punkte ihr da angehen könnt, dass ihr ab morgen, ab sofort einfach ein bisschen euer Risiko senkt und hoffentlich in Zukunft dann ohne Beschwerden unterwegs seid. Nummer 1 ist eine verkürzte bzw. eine verspannte Muskulatur. Das ist wahrscheinlich eine von den offensichtlichsten Sachen, würde ich aber gleichzeitig sagen, dass es ja, gar nicht so viel Ausschlag hat wie die nächsten 4 Punkte, die dann noch kommen. Aber wie gesagt, die meisten Leute machen das eher ein bisschen intuitiv, dass sie dehnen, dass sie stretchen. Weil es ist natürlich klar, wenn die Muskulatur einfach verkürzt ist, ist man anfälliger für irgendwelche Beschwerden. Also gerade wenn dann, wenn man in den Bereich kommt, wo die Muskulatur stark ermüdet und die ist schon verkürzt oder irgendwie vorbelastet, oder wenn man einfach ruckartige, schnellkräftige, Bewegungen macht, dann, ist da einfach die Gefahr groß, dass man sich verletzt. Also, man kennt es, wenn man unaufgewärmt irgendeine schnelle Bewegung macht und die Muskulatur ist da einfach schon sehr verkürzt vorher, ist das Risiko ganz einfach groß, ja, dass da dann irgendwas passiert. Wie können Sie jetzt dagegen vorgehen? Wir haben es eh kurz erwähnt, man macht es eigentlich eh schon gefühlsmäßig meistens richtig, wenn man die richtigen Übungen macht. Das heißt einfach Dehnen und Stretchen. Es gibt das statische Dehnen, also die klassischen Dehnübungen, die man so macht irgendwo. Dann gibt es das dynamische Dehnen, wo man aus der Bewegung heraus die ja, Muskulatur ein bisschen dehnt und stretcht. Und ja, es gibt natürlich dann sonst viele andere Formen, ob das jetzt irgendwie ist, ob dass man die Muskulatur auflockert mit irgendwelchen Faszienrollen, ob man Yoga macht etc. Also es gibt da viele Formen einfach, um seine Beweglichkeit ein bisschen zu erhöhen. Und wenn wir schon im Stichwort Beweglichkeit sind, es ist wahrscheinlich so, dass jetzt gar nicht dass das Nummer 1 Problem ist für Verletzungen, sondern dass dann eher dahin geht, dass eine verkürzte Muskulatur nicht unbedingt zu Beschwerden oder Verletzungen noch führt, sondern einfach den Laufschritt auch einschränkt und dadurch einfach direkte Auswirkungen hat darauf die Performance, die man erbringen kann. Das heißt, es ist ein Mitgrund für Verletzungen, aber spielt eben auch rein in ja, die Laufleistung und wir werden das in den nächsten Punkten dann eh noch sehen, was da auch wichtig sein kann. Ein zweiter Punkt, der wahrscheinlich schon eher bei Beschwerden stark reinspielt, aber glaube ich nicht so offensichtlich wahrgenommen wird, wird eine verkürzte Muskulatur, wäre dann eine fehlende Stabilität bzw. eine fehlende Kräftigung. Das heißt, viele Leute ja, haben ihren Körper nicht entsprechend gekräftigt, um ja, die ganzen Kräfte abzufedern, die einfach beim Laufen auf den Körper einwirken. Gerade wenn es dann in einen ermüdeten Zustand reingeht, ja, sieht man es überall, sieht man bei Profiläufern auch, aber gerade wahrscheinlich bei Hobbyathleten umso mehr, dass dann gerade im Beckenbereich, im Core-Bereich einfach irgendwelche Ausweichbewegungen zum Beispiel passieren. Das heißt, da ist dann natürlich ganz einfach die Gefahr groß, dass man nicht mehr ja, schön gekräftigt läuft, sondern dass man einfach nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, wohin auch immer ausweicht und dann der Körper das irgendwie ausgleichen muss, was kurzfristig geht, aber langfristig natürlich zu irgendwelchen Beschwerden dann führen wird. Und da ist es dann eben ganz wichtig und das wird einfach gerne ein bisschen vergessen, verschlafen und ja, zugegeben ist bei mir genau dasselbe. Ein Läufer läuft gerne, aber ja, Stabi- und Krafttraining ist meistens nicht so die allererste Sache, die man gerne macht. Aber da ganz wichtige Sache macht ein bisschen Stabilisationstraining. Es gibt so klassische Übungen. Zirkeltraining ist da auch ganz gut. Das heißt, dass man nicht nur auch wie beim Dehnen statisch was macht, sondern dass man ein bisschen dynamisch den Körper auch kräftigt, weil das Laufen ist halt eine Sportart, wo man sich auch fortbewegt und nicht nur im Stand irgendwas macht. Das heißt, da ist ganz wichtig. Natürlich klassisch Kraftkammer kann man auch einige Dinge machen, wobei natürlich wenn man jetzt von, sage ich einmal, Langstreckenlauf klassisch redet, was die meisten von uns machen, ist jetzt die Kraftkammer, hat jetzt nicht die Priorität für uns, wie zum Beispiel für einen Sprinter oder für einen Springer oder was auch immer, sondern bei uns ist eigentlich wichtig, dass man da in der Körpermitte stabil ist und dass man eben auch unter Ermüdung dann die diversen
ja, Ausweichbewegungen und potenziellen Risikofaktoren für Beschwerden, für Verletzungen vermeiden kann. In dem Video wird das jetzt den Rahmen sprengen, aber mich würde es einfach interessieren, wenn es ihr zu diversen Bereichen Übungen braucht, weil ich jetzt gesagt habe, statisches, dynamisches Dehnen, Kräftigungsübungen, Stabilisation etc. Haut es mir bitte in die Kommentare runter, was für euch interessant wäre, welche Bereiche, welche Übungen etc. Dann kann ich euch da hoffentlich auch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, gehört jetzt nicht direkt in das Video rein, aber ja, dann wird man was Separates machen können, dass ich euch weiterhelfen kann, wie ihr es dann auch in die Praxis umsetzen könnt. Unser dritter Punkt wäre dann eine schlechte Lauftechnik, und da spielt der vorherige Punkt mit der fehlenden Stabilisation die Lauftechnik. Das spielt so ein bisschen zusammen. Lauftechnik ist ganz einfach auch der Fall, wenn die nicht so gut ist, wenn die noch nicht so ausgeprägt ist, dass man einfach anfängt dann entweder eben in der Körpermitte irgendwie auszuweichen. Bei vielen Leuten sieht man es auch an den Armen, dass die Arme nicht, ja, klar, oder sagen wir so, nicht lehrbuchmäßig mitgeführt werden und da dann irgendwelche ja, seitlichen Bewegungen oder irgendwelche suboptimalen Bewegungen reinfließen. Und auch da ist es so wie im vorherigen Punkt, wenn dann die Ermüdung dazu kommt. Ich glaube, ich sage mal so, kannst du dich mit einer guten Lauftechnik sicher länger drüber retten als jemand, der eine schlechte Lauftechnik hat. Der wird wahrscheinlich zusammensacken, der wird die Arme schlecht mitnehmen. Und wenn du da wirklich gut bist, kannst du da, glaube ich, ein kleines Stück herausholen. Und wie gesagt, Stabilisation und Lauftechnik spielt so ein bisschen zusammen. Das heißt, wenn beides nicht gut ist, dann wird sich das ein bisschen summieren in der Laufe des Rennens oder im Laufe einer Trainingsphase ganz einfach. Und wenn am besten beide Bereiche gut sind oder ein Bereich halt sehr ausgeprägt ist, wirkt das einfach ein bisschen unterstützend. Was ist da jetzt wichtig, dass ihr euch in dem Punkt auch verbessern könnt? Die meisten haben vielleicht schon mal Laufschule, Lauf-ABC gehört. Das sind einfach so, ja, Technik-Koordinationsübungen, wenn man jetzt an Anfersen denkt, an Hopserläufe etc. denkt. Das sind so Übungen, die man machen kann für die Laufschule. Das heißt jetzt nicht, dass man nur noch herumhopsen soll im Trainings, aber es ist so, ein, zweimal in der Woche kann man das definitiv einbauen. Sucht euch vielleicht einen Trainer, sucht euch eine Trainingsgruppe, die euch gerade am Anfang ein bisschen kontrollieren kann, ein bisschen einen Input geben kann, wie ihr die Übungen macht. Und ich denke mal, ja, dann könnt ihr da, wie gesagt, mit recht einfachen Mitteln recht viel rausholen, nicht nur für die Performance eben, sondern auch für die Reduktion vom Risiko für Verletzungen und für Beschwerden. Und wenn wir jetzt gerade an der Stelle sind, wenn ihr das Ganze lieber schriftlich haben wollt, wenn ihr ein paar zusätzliche Inputs jetzt noch zu dem Video haben wollt, ich habe euch unten im ersten Link reingehauen, ein kostenloses E-Book, wo ihr einfach so, wo ich euch ein paar Tipps gebe, einfach wie ihr Verletzungen bestmöglich vermeiden könnt. Das könnt ihr ab der nächsten ja, Sekunde eigentlich umsetzen, ab dem nächsten Training umsetzen. Also falls ihr mir so eine Leseratte seid, dann klickt unten auf den ersten Link und holt euch das E-Book zu ja, Verletzungen vermeiden. Vierter Punkt, auch der klassisch falsches Training. Ich würde sogar behaupten, dass der Punkt erfahrungsgemäß der größte Verursacher von Beschwerden und Verletzungen ist, weil ganz einfach ja, viele Leute. Und da kann man niemand einen Vorwurf machen, weil viele haben nicht wirklich einen Trainingsplan, wissen nicht, wie sie trainieren sollen, wenn man einfach keine Erfahrung hat, noch wenig Körpergefühl auch hat. Ja, ist es ganz einfach schwer zu sagen, okay, wo ist jetzt der optimale Bereich, wo ich trainieren soll, wann bin ich drüber, wann trainiere ich zu leicht. Das heißt, das ist eigentlich wahrscheinlich, wenn ich meinen von diesen Punkten aussuchen müsste, ist wahrscheinlich das der Punkt, auf den ich fokussieren würde. Was sind da jetzt die klassischen Fehler, die passieren? Gerade nach dem Einstieg wird einfach zu viel Umfang oft trainiert, zu viel Intensität trainiert. Leider kommt dann oft eine Kombination aus diesen zwei Punkten zusammen. Dann ist natürlich, ja, sind natürlich irgendwelche Wehwehchen vorprogrammiert. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wie könnt ihr da entgegensteuern? Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen was kostet, aber auch da holt euch einen gescheiten Coach, sucht euch eine gescheite Trainingsgruppe, holt euch irgendeinen Trainingsplan, an dem ihr euch orientieren könnt und der an euch angepasst ist. Und das bedingt in einer ersten Stufe, dass ihr euch bitte realistisch einschätzt. Das heißt, ihr nicht jetzt herkommt, okay, ich möchte jetzt mit dem Laufen beginnen und ich möchte in einem Jahr Olympiasieger sein. Das wird nicht funktionieren von dem Umfang her, von der Intensität, sondern schätzt euch einfach realistisch ein. Am Anfang ist es definitiv
definitiv besser, ein bisschen zu wenig zu machen als ein bisschen zu viel, weil dann ist man verletzt, dann ist die Motivation auch futsch, dann ist alles ja ein Schaßhalt und das wollen wir nicht. Also da schaut wirklich, sucht euch, was euch immer, ob das online ist, ob das offline ist, eine Trainingsgruppe ist, ein Coach ist, da wen der euch wirklich ein bisschen leiten kann, der euch helfen kann. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil wenn ihr richtig trainiert, kann natürlich immer noch was dazwischen kommen. Ihr solltet nicht aufs Dehnen vergessen, ihr solltet nicht aufs Kräftigen vergessen. Aber ich sage mal, wenn ihr richtig trainiert, habt ihr diese 80% schon mal richtig gemacht und die kleinen Stücke könnt ihr ja, nachher auch noch ausbessern. Und egal, ob ihr jetzt schon konkrete Pläne im Laufsport habt oder euch einfach eben mal orientieren wollt, damit ihr wisst, wie Lauftraining so richtig ausschaut, ich habe euch unten im zweiten Link meinen 10-Kilometer Trainingsplan reingehauen, der ist auch kostenlos. Und wie gesagt, das ist für jemanden, der einfach mal sehen will, okay, wie schaut so ein Training ungefähr aus, wie viele Trainingseinheiten sind das ungefähr pro Woche. Das ersetzt sicherlich jetzt keinen Trainer in Real Life, nenne ich es mal, aber ihr könnt euch sicher daran gut mal orientieren. Und für alle Einsteiger, die mal ein bisschen reinschnuppern wollen und eben richtig trainieren wollen von Anfang an und sich nicht gleich zerstören wollen, ja, klickt auf den zweiten Link und tastet euch da einfach mal ein bisschen rein. Und als fünften und letzten Punkt haben wir noch eine unzureichende Regeneration. Das ist einer der Punkte, der auch gerne übersehen wird und gar nicht so oft mit ja, dem Ganzen in Verbindung gebracht wird. Aber ja, gerade in unserer heutigen modernen Zeit, viele Leute sind berufstätig, haben da viel Stress, haben ihre Freizeit viel zu tun, sind viel unterwegs, viel auf Reisen und da ist es nur verständlich, dass oft die Regeneration zu kurz kommt, aber natürlich ist es so, wenn ihr euch, euer Körper, euch, eure Muskulatur sich nicht optimal erholen kann, ist natürlich auch die Anfälligkeit für irgendwelche Wehwehchen höher und versucht es wirklich da einfach bewusst durchzugehen für euch, was kann ich in den Alltag integrieren, worauf. Ja, kann ich vielleicht realistischerweise verzichten, kann ich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde mehr Schlaf einplanen und verzichte dafür auf eine Folge von meiner Lieblingsserie auf Netflix oder was auch immer. Also versucht es da realistisch zu sein. Wie gesagt, im ersten Moment fällt das vielleicht schwer, aber mittel- und langfristig gesehen, wenn ihr euch dafür besser regenerieren könnt, wenn ihr euch da irgendwelche Verletzungen erspart, ich glaube, das ist eine sehr gut investierte Zeit. Also schaut da einfach, wie ihr eine gute Regeneration in euer Alltag einfach reinbekommen könnt. Und Schlaf habe ich eh schon erwähnt, das ist eigentlich die wichtigste Sache. Gönnt euch hin und wieder mal eine Massage, eine Physiotherapeutin, wenn ihr das Geld nicht habt. Es gibt mittlerweile Faszienrollen und Co. und irgendwelche Massagegeräte, wo ihr selber dann eure Muskulatur ein bisschen auflockern könnt. Ihr könnt ein Eisbad nehmen, ihr könnt ein warmes Bad nehmen, was euch immer, aber versucht ganz einfach, dass ihr die Regeneration einfach euch bewusst macht und auch ja, einen Fokus drauf legt, damit nicht nur das Training passt, sondern auch das Ganze, was hinterherkommt. Ja, das waren meine 5 Punkte, mit denen ihr Verletzungen so ein bisschen entgegenwirken könnt. Manche kennt ihr vielleicht schon, manche habt ihr vielleicht nicht so kannt. Aber sucht euch da einfach die Punkte heraus, wo ihr denkt, okay, da kann ich mich noch verbessern, das ist wichtig für mich. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich euch einfach da ein bisschen helfen kann, dass ihr beschwerdefrei über die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte drüber kommt. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like gibt und meinen Kanal abonniert. Ich beantworte wie immer gerne eure Fragen auch, also falls irgendwas noch gibt dazu. Wie gesagt, wenn ihr euch bestimmte Videos wünscht, haut es mir in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch wieder viel Spaß, gutes Training und wir sehen uns im nächsten Video.